Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisen- und auch Rohstoffradar. Heute mal wieder zum Montag, dem 23. Januar. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ich hoffe, Sie hatten ein angenehmes, ja, frostiges Wochenende höchstwahrscheinlich. Die Märkte sind nicht gar so frostig. Da gibt es schon wieder reichlich Bewegung und das wollen wir uns heute mal hier im Detail anschauen. Unter anderem eben auch hier ein Rohstoff, nämlich dem WTI-Ölpreis hier mal in den Fokus nehmen, um darauf ableitend hier den kanadischen Dollar gegenüber dem Schweizer Franken mal zu betrachten, was der denn da so treibt. Also WTI-Öl, hier hatten wir unlängst mal eine Einschätzung vom Januar, die sich relativ gut erfüllte in Sachen Anlauf-Ausbruch aus dieser kurzfristigen Abwärtstendenz. Letztlich reichte dieser Impuls hier von Mitte Januar nicht aus, um wirklich weiteres Momentum auf der Oberseite zu entfesseln. Und das sehen wir auch hier im Tageschart sehr schön. Es gab zwar eine Erholungsbewegung, aber das Niveau hier um 53,50, dieser Horizontalwiderstandsbereich aus früherer Zeit, der ist und bleibt hart umkämpft. Ein signifikanter Ausbruch nach oben gelang bislang nicht. Aber was sehr, sehr interessant war, ist im Prinzip hier der Plan B gewesen. Für den Fall nämlich, dass wir nochmal Rücksetzer sehen in Richtung Unterstützungslevel um 52 Dollar je Barrel. Und genau dieses Level wurde auch hier bereits jetzt schon zweimal touchiert. Einmal hier am 10. und 11. Januar und dann hier zuletzt auch am 18. Jetzt beginnt die neue Woche wieder mit leichten Abschlägen, aber unterschwellig kann man fast schon sagen, bleibt das Öl der Sorte WTI weiter bullisch. Und wenn wir jetzt mal hier den theoretischen Verlauf mal nach drüben ziehen, dann sollte sich jetzt hier ja tunlichst eine Stabilisierung abzeichnen. Und wenn wir das Hoch hier dieser fast schon Shooting Star ähnlichen Kerze vom 17. Januar überwinden, und da haben wir hier ein Level gehabt bei 54,31, sollten wir also hier ein neues Mehrtageshoch machen, dann könnte sich durchaus ein weiterer Impuls nach oben etablieren, der dann eben hier WTI-Öl weiter antreiben dürfte. Und dies passt auch sehr, sehr gut zur Saisonalität. Das heißt, der Rückenwind bleibt hier weiter auf der Oberseite zu favorisieren. Und insofern halten Sie das WTI-Öl ruhig mal im Auge. Scheint definitiv nicht ganz uninteressant zu sein. Und insofern einfach mal da eben den Blick immer mal drauf halten. Wir haben heute auch beim WTI-Öl interessanterweise ein bullisches Intraday-Pattern nach der Fuzzy-Vektor-Logik. Die Count-Häufigkeit, also die Anzahl der S-Patterns selbst, ist jetzt nicht so mächtig, aber deutlich über 30, hier mit 66 Erscheinungen bei knapp 64%. Sieht es heute hier nach einem sehr, sehr starken Zugewinn aus. Da haben wir im Endeffekt hier nicht wirklich, Moment, da sind die News, nicht wirklich so viel Rückenwind rein von der konjunkturellen Sicht. Wir haben hier aber aus Kanada den Großhandel, Handelsumsatz. Das ist immer, wie gesagt, für den kanadischen Dollar selbst interessant. Öl ja hier als Rohstoffwährung bekannt. Kanada hier auch natürlich ganz vorn dabei in Sachen Beeinflussung dessen, also beziehungsweise Abhängigkeit von dem Ölpreis beziehungsweise der Ölpreisentwicklung. Und das dürfte mal gespannt zu beobachten sein, was da heute passiert. Also Rohstoff- oder öltechnisch selbst jetzt hier nichts wirklich Signifikantes, außer dann eben Kanada. Da schauen wir dann aber gleich nochmal auf den kanadischen Dollar selbst, der hier da unter Umständen Auftrieb erfahren könnte. Letztlich aber, das Bild bleibt bullisch, Intraday eben auch anhand der Fuzzy-Vektor-Logik. Wenn wir ein neues Tageshoch machen, könnte es direkt weitergehen. Das theoretische Tageshoch wird hier sogar bei knapp 54 Dollar je Barrel gesehen. Das wäre schon mal eine Ansage. Dann fehlt nicht mehr viel, um hier das Hoch vom 17. Januar zu überwinden. Gehen wir aber jetzt mal auf den kanadischen Dollar gegenüber dem Schweizer Franken ein. Der sieht, Moment, jetzt muss ich mal hier raus. Kanadische Dollar Yen habe ich morgen für Sie schon mal als kleinen Tipp. So, da schauen wir uns das jetzt mal an. Hier das Bild nach gegenwärtiger Einschätzung. Wir haben hier ein Bias auf der Oberseite, der sich hier sehr, sehr schön darstellt. Wir haben hier einen signifikanten Widerstandsbereich um 0,7730 etwa. Diese Zone hier ist sehr, sehr signifikant. Der Preis ist immer wieder abgeprallt, immer wieder hier eine Retour bekommen und der signifikante Ausbruch wurde sozusagen vereitelt. Jetzt letztlich hier eine starke Schwäche während der letzten Tage. Und hier haben wir jetzt am vergangenen Freitag, schrägstrich auch mit dem Opening, sozusagen hier die Niveaus vom Dezember nochmal angesteuert. Das Dezember-Tief hier 0,7446. Das wird ein interessantes Level bleiben, falls wir da nochmal hinlaufen. Grundsätzlich aber sieht der saisonale Charakter einem bullischen Verlauf hier vor. Und wie leitet der sich ab? Auch das zeige ich Ihnen gern mal hier anhand des Patterns. Wir haben heute beim kanadischen Dollar mit
zum Schweizer Franken hier eine bullische Saisonalität, die sich hier während der letzten 22 Jahre ja fast schon graduell abzeichnete. Natürlich auch mal kleine Verlierer gab es währenddessen. Heißt hier während der letzten 22 Jahre 18 Mal ein Treffer, 4 Mal ein Verlierer. Aber grundsätzlich gab es hier einen Gewinn von 220 Pips. Und das ist mal eine Hausnummer, wenn man sich das mal anschaut hier auf die vergangenen Jahre. Und wenn wir da jetzt nochmal hier auf den Forex Pool direkt eingehen, sehen wir auch, dass wir hier dieses Pattern, Kanadisch Dollar, Schweizer Franken, mit Beginn des morgigen und auch übermorgigen Tages haben. Aber auch schon heute hier eine statistische Wahrscheinlichkeit, dass es nach oben gehen könnte. Und das hier eben mit Blick auf die nächsten 15-14 Handelstage. Hier ist also somit keine Eile geboten, aber Kanadisch Dollar, Schweizer Franken ruhig mal im Auge behalten. Wenn der nämlich hier sozusagen, jetzt sehen wir es ja auch, seine Erholung weiter fortsetzen sollte, könnte man hier mit einem Stopp unter dem Tief der Kerze vom 30.12. sogar ein geringeres Risiko fahren. Das mal als theoretische Einschätzung. Ja, da sollten wir hier eigentlich nicht mehr drunter laufen können. Heute gilt es natürlich auch noch den Close-Preis abzuwarten, aber wenn das Währungspaar, mal technisch gehen wir mal heute hier auf den 23. Der Close wäre heute entscheidend. Laufzeit des Ganzen bis zum 13.02. Ein bisschen weiterziehen hier das Ganze. 13.02. So, da wäre es das. So, und theoretisch hier anhand der statistischen Rahmendaten ein durchschnittlicher Verlust von 95 Pips. Ja, wenn man jetzt vom aktuellen Level ausgeht, dann hätte man hier sogar den Stop-Loss unter dem Tief vom 30.12. Das ist gut, ja, wäre ein akzeptables Niveau. Auf der Oberseite hingegen hier, was haben wir gesagt, 220 Pips, könnte man natürlich hier diese Performance erwarten. Würde dann sich in etwa so darstellen und würde auch dann hier direkt reichen, um bis in den Widerstandsbereich zu laufen, / diesen eben hier signifikant zu testen. Das ist eine sehr, sehr interessante Konstellation. Und auch das CAV sieht sehr, sehr gut aus. Also wir wollen mal sehen, was hier passiert. Heute Nachmittag, wie gesagt, Daten aus Kanada, 14.30 Uhr, Großhandelsumsätze, das kann schon beeinflussend wirken. Aber auch hier immer den Ölpreis im Auge behalten, wenn der sich eben auch stabilisiert, hier dürfte der kanadische Dollar davon beflügelt werden. Grundsätzlich aber eine gute Ausgangsbasis. Natürlich das letzte oder das neue frische Mehrwochentief macht den Chart hier ein Stück weit unruhig. Ideal wäre gewesen, Sie sehen es hier an dieser horizontalen Unterstützung, ein Halt im Bereich 0,76, 0,75, 0,88, wenn wir uns hier stabilisiert hätten. Aber wir sind nicht im Wunschkonzert. Möglicherweise wurden hier dann im Zuge der Schwäche auch einige Stops abgegriffen und jetzt hier vielleicht die freie Fahrt gen Norden. Das stützt auch und dann zeige ich Ihnen gern hier mal auch die Saisonalität nochmal separat neben dem statistischen Pattern. Zeigt sich hier beim kanadischen Dollar gegen den Schweizer Franken eine sehr, sehr schöne Phase im Blick auf die letzten Jahre. Schauen Sie sich das an. Keine Frage, dass wir hier ein bullisches Pattern voraus haben. Also, summa summarum, interessant, aber technisch, wie gesagt, ein Stück weit schwierig. Man kann hier durchaus die nächsten ein, zwei Tage abwarten. Das kostet vielleicht Performance-Pips, aber gibt einem in Anführungszeichen eine erhöhte Sicherheit. Ansonsten kanadischer Dollar, Schweizer Franken auf jeden Fall die Woche mal einen Blick wert. Wir werden es im Auge behalten. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen guten Start in die Handelswoche. Viel Erfolg bei allem, was Sie angehen. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.